am Einkaufstag. Wir fangen aber wie immer mit dem Wochenplan, Essensplan an. Und zwar gibt es diese Woche einmal ein Strammax, dann gibt es Panini, dann gibt es Rindergulasch, dann gibt es Nudeln mit Champignonsauce, also mit Champignons und Soße. Dann gibt es Brühnudeln oder Nudelsuppe, Hühnersuppe, je nachdem wie das bei euch heißt. Bei uns in Berlin heißt das Brühnudeln. Auch welchen Hessen wohnen. und dann gibt es noch, ich muss doch nachgucken, konnte ich mir nicht merken, verdammt. Und dann gibt es noch einen Maultaschenauflauf und Leberkäse mit Kartoffeln und Gemüse. Den Leberkäse habe ich ja vergangene Woche schon gekauft. So viel zum Essensplan. Ich war wieder beim Lidl, beim Rewe und auch beim DM heute. Und mit DM fangen wir auch an, weil das ist nicht ganz so viel. Und ich habe tatsächlich meinen ganzen Einkauf heute mit Payback-Punkten bezahlt, weil ich da jetzt echt vieles zusammen hatte. Und da habe ich mir tatsächlich auch mal was gegönnt, weil es sonst sehr teuer ist und ich mir das, glaube ich, so sonst nicht kaufen würde. Und da habe ich mir heute ein Serum mitgenommen. Und zwar ein Hydrationsserum von No Cosmetics. Ja. Meine Schwester findet die Marke gut und ich dachte, ich nehme die auch mal. So, dann ist noch mitgekommen und zwar Zahnpasta. Dann ist mitgekommen einmal für den Mann neues Shampoo. Dann ist für mich. Entschuldigung. Für mich neues Shampoo mitgekommen. Also ich benutze immer das zum ersten Mal waschen und dann habe ich so eine feste Seife für Feuchtigkeit. So, dann hat dem Sohnemann Duschgel gefehlt. Und dann habe ich mir noch eine Haarspülung mitgenommen und diese Haarspülung, die ist einfach so super gut. Also die kann ich wirklich nur empfehlen von Head & Shoulders. Ja, die kann man nämlich auch für, die ist auch gut für die Kopfhaut. Und das ist wirklich ein Nonplusultra, muss ich sagen. Also seitdem ist meine Kopfhaut sehr viel besser. Das war's beim, wie heißt der Laden? DM. So, gut, kommen wir zum Rewe. Da ist auch nicht so viel heute mitbekommen. Und zwar gab es dort Pizza im Angebot. Und zwar die Dr. Oetker Restaurante Pizza. Da habe ich 3 Stück mitgenommen, weil wir sind ja auch 3 Leute. Und zwar habe ich da 2-mal Pizza Speziale mitgenommen. Und 1-mal Pizza vegetarisch. Genau. So, des Weiteren ist beim Rewe mitbekommen 2-mal Brot. Dann, weil ich beim Lidl vergessen habe, ein Suppengrün. Und es ist echt 2 Euro. Bisschen teuer, oder? Also Suppengrün ist schon ein bisschen viel. Dann kam für das Kind 2-mal Dextro Energy mit. Dann kam ein Sack 2 Kilo Kartoffeln mit. Dann kamen 2 Capri-Sonnen mit. Dann kam 2-mal Cranberry-Saft mit. Dann ist insgesamt 3-mal Geflügelfond mitgenommen. Mitgekommen, meine Güte, 3-mal, aber ich kann nicht 3 Gläser gleichzeitig hochhalten. Hier ist das dritte. So, dann gab es beim Rewe im Angebot Brunch verschiedene Sorten. Da habe ich einmal Paprika Pepperoni mitgenommen und, ich fand das klang irgendwie sehr speziell, Süßkartoffel Karotte. Ich finde, es klingt irgendwie sehr interessant und irgendwie lecker, da ich ja Süßkartoffeln so gerne esse. Genau.
So, und dann war auch, und zwar von der Rügenwalder Mühle, der Schinkenspicker im Angebot für genau 1 €. Deswegen habe ich gleich 4 Pakete mitgenommen. 2-mal in Grillgemüse und 2-mal mit buntem Pfeffer. Ja, das war es auch schon vom Rewe heute. So, mal hier kurz ein bisschen rumräumen. Und dann können wir weitermachen. So, kommen wir zu Lidl. Beim Lidl ist heute mitgekommen. 2 Päckchen Bandnudeln. 1 Päckchen Nudeln, aber diesmal diese hier. Ich weiß gerade gar nicht, wie die heißen. Toglioni von Del Verde. Die sieht immer nicht mal anders. Gerade ein bisschen. Egal, jedenfalls diese Nudeln. Dann sind 4-mal neue Taschentücher mitgekommen. Dann habe ich einen Sack grüne Bohnen mitgebracht. So, dann habe ich mir wieder Erdbeeren mitgebracht. Diesmal gab es 500 Gramm Schein, dementsprechend waren sie natürlich ein bisschen teurer. Aber trotzdem noch nur 1,99 oder 2,99. Ich blende euch das wie immer unten ein. Jedenfalls 2 Schälchen Erdbeeren. Dann habe ich ein 10er Pack Eier mitgebracht. Ein Päckchen Tomaten. Dann ein paar Champignons. Dann habe ich hier so eine Schinken-Mettwurst mitgebracht. Das ist so windig, dass es pfeift. Okay. Ist aber auch ein furchtbares Wetter da draußen. Es regnet. Strüppen. So, dann gab es in der Aktionstruhe bei uns von Ermann wieder Joghurts, und zwar Almigurt-Joghurts. Und da habe ich mitgenommen 2-mal Erdbeer-Panna Cotta. Den mochte ich ja ganz gerne. Dann war dort auch noch in der Aktionstruhe, aber ich glaube, das ist noch von letzter Woche oder so. Solche Fischröllchen, Hanseatenröllchen, habe ich mir diesmal mitgenommen. Dann habe ich 3 Päckchen Gemüsemaultaschen mitgenommen für den Maultaschenauflauf. Dann auch in der Aktionstruhe gerade so Quarkriegel. Und da habe ich hier 1-mal in Cappuccino-Geschmack. Ich dachte, es wäre Kakao. Und 1-mal in, was ist das für ein Geschmack? Erdbeere. Also diese 2 Riegelchen. Dann 2 Päckchen Rindergulasch. Ein Päckchen Hähnchen. Neue Tüten Studentenfutter. Dann brauchte ich eine neue Bratmargarine. Dann habe ich noch 4-mal die Creme zum Kochen mitgebracht. Dann noch 2-mal passierte Tomaten. Und dann war ich in der Aktionsabteilung, wo halt diese Wochenangebote sind. Da sind mitgekommen 3-mal, also das ist im Paket drin, 3 Stück von diesen kleinen Notizbüchern. Die hat mein Sohn sich ausgesucht. Und dann habe ich 1-mal so einen flüssigen Kleber mitgebracht. Und 1-mal einen Klebestift habe ich auch mitgebracht. Interessant, da steht drauf 30 Grad Wäsche. Okay. Ich vermute, damit geht's raus. Und dann brauchte ich wieder solche Versandtaschen. Und zwar habe ich 1-mal solche,
DIN A5 Versandtaschen mitgenommen und einmal hier solche großen Versandtaschen. Habe ich auch noch mitgenommen. Und zu guter Letzt ist wieder 10-mal die Milch mitgekommen. Genau. Ja, das war mein montaglicher Einkauf. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Vielleicht hast du das ein oder andere gesehen, was du auch brauchst und deswegen dorthin gehst. Ja, und damit würde ich mich dann jetzt auch verabschieden. Ich habe euch alles gezeigt und wünsche dir eine schöne Woche. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Und falls du magst, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Da freue ich mich sehr drüber. Über einen Kommentar freue ich mich auch immer. Ein Abo, falls du das noch nicht getan hast. Und dann bis bald. Tschüss.